Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Wir zeigen euch jetzt, wie wir aufräumen. Und sie geht's. Ich bin hier mit meinem kleinen Bruder. Wir haben einen Special Guest. Ich hab so viel Drip in mir, ich muss manchmal so, das wäre so ausstoßen. So mit in Luft. CO2-Drip-Ausstoß. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin wieder zurück. Wieder mal. Nicht alleine. Wir haben wieder einen Guest. Es gibt so viele Leute, die so gerne Videos mit mir drehen wollen. Irgendwie gibt es gerade technische Probleme. Hallo. Was? Mann, mach doch jetzt was! Ich hab doch was jetzt... Was wäre dein Kopf gemacht, Alter? Hast du nicht gesehen? Das ist der Louis. Ja, hallo, ich bin der Maximilian. Ja, ich setz mich sehr gerne mit, That you, you had your... Kleidungsstücke auseinander. Was? Doch. The Lights. Und wir haben uns hier zusammen gefunden, um Leute zu fronten, weil ihr seht scheiße aus. Also natürlich ist das hier alles nur unsere Meinung. Und natürlich sind wir gerade nicht im selben Raum, das ist so, wir facen gerade und wir bearbeiten es so, dass es so aussieht, als wären wir in einem Raum. Ja, weil in Corona. Wegen Corona. Ja. Auf jeden Fall hat mir jemand bei Instagram geschrieben und hat mich auf diese wundervolle Idee gebracht, ein Video hochzuladen, wo ich mich auch mal mit den Kleidungsstücken von den männlichen Zuschauern hier beschäftige. Weil ich ja anscheinend doch so viele habe. Genau, wir reden über Must-Haves, die ihr Jungs einfach auch in eurem Kleiderschrank braucht. So, es gibt einfach auch Dinge, die gehen bei euch gar nicht. Und es gibt Dinge, die braucht ihr einfach, um Frauen klar zu machen. So, wir reden als erstes über die oberen Kleidungsstücke von du verwirrst mich einfach so, ne? Shirts und Oberteile und so. Also was ich wichtig bei Jungs finde, gerade bei so Shirts oder so ist, es müssen die richtigen Shirts sein. So, weißt du, was ich meine? Es müssen einfach die richtigen Shirts sein. Ja, genau. Es müssen einfach die richtigen Shirts sein. Nein, die Shirts... Boah, if you don't! Der Fit muss einfach stimmen. Was ich richtig gut an T-Shirts von Jungs finde, ist, wenn die halt so... So wie bei mir, also wenn das T-Shirt an den Schultern so oversized fittet. Also Drop-Shoulders. Richtig. I feel like I'm good to make it 2006. Meiner Meinung nach sind die freshesten T-Shirts, die T-Shirts mit den, vor allem mit langen Ärmeln, also so bis zum Ellbogen und rüber und bis hier gehen und so, das sieht so einmalmäßig aus. Ja, das sind so diese. Weißt du, was ich auch gar nicht mag bei Jungs, worauf glaube ich voll viele Frauen, also bestimmt viele Frauen finden das gut, ich finde es ganz schrecklich, Tanktops. Ich mag Tanktops nicht. Es gibt Tanktops, so, es gibt so diese einen Tanktops, diese ganz normal, wo es so aussieht, wie als werden einfach nur die Arme davon abgeschnitten. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich okay, das finde ich cool. Ärmellose T-Shirts. Das sind doch Tanktops trotzdem, oder? Nein. Ärmellose T-Shirts sind ärmellose T-Shirts. Echt? Gibt's sowas? Also nennt man das auch so? Ja, ich glaube schon. Guck mal, das wusste ich gar nicht. Manchmal hängen dann auch so diese Nippel da an der Seite raus und ich denke so... Nee. Deswegen, lange T-Shirts, lange Ärmel. Loki Dog, zum Beispiel hier sowas und so. Hier, seht ihr diese Ärmel? So, die sind so perfekt, weil hier ist die Schulter und dann geht es bis zu deinem Ellenbogen. Das heißt, die T-Shirts dürfen bei Jungs auch nicht zu lang sein. Das sieht wirklich richtig, richtig komisch aus sonst. Also unten, nur unten. Ja. Allerhöchstens bis zum, so, zum ein Drittel des Oberschenkels. Ja, bei Hoodies ist eigentlich, ja, es ist halt, finde ich, das so ähnlich wie bei Frauen. Aber was Hoodies immer wild, außer mit Dropshoulders und so einem Shit. Wobei es aber nicht sein muss, also normale Hoodies sehen eigentlich auch cool aus, aber auch nur, wenn die so einen freshen Aufdruck haben und so. Ja. Also so, einfach nur ein schwarzer Hoodie, wo nichts drauf ist, aber der schön nochmal einen Pulloverschnitt hat, so ohne Jobshoulders, ohne Boxschnitt und so, das sieht schon wieder so. Eine Sache muss ich sagen, Rollkragen ist out. Ja. Trag das nicht. Bitte nicht. Nein, oh mein Gott, gut, so, dass du das gesagt hast. Oh, so dieser typische Zara-Boy, weißt du so. Ja, ja. Er zieht so diesen schwarzen Rollkragenpulli an, dann mit dieser karierten Hose und dann weiße Air Force. Hm?
Und dann vielleicht noch so eine silberne Kette, ja, so auf Loki. Ja, ja. Und dann noch so eine Uhr. Ja, die Uhr. Ja. Boah, bei Jacken finde ich, also so College-Jacken finde ich unnormal nice. Also der nächste große Trend, meiner Meinung nach, sind so College-Jacken. Ich weiß, wieder. Waren ja schon mal so, aber jetzt so im Herbst, Winter, so dicke College-Jacken, aber vor allem aus Vintage-Lehren so, werden voll abgehen. Du musst jetzt nicht die teuersten Vintage-Jacken holen, so. Aber das ist zum Beispiel so eine extrem, extrem wilde Jacke, so. Ich finde die so nice, die Jacke. Das wird, ey, guck mal, auf blau angelehnt. Oha! Partner-Look angelehnt. Hä? Ich hab die von Vintage Rex. Hosen. Ich finde, ehrlich gesagt, für mich sind Hosen das Wichtigste am Outfit. Sie ziemlich mit. Ich bin auch ein richtiger Hosenfreak, ich finde, eine Hose macht das ganze Outfit. Das ist aber wirklich so. Ich weiß, was du meinst. Weil wenn die Hose scheiße ist, dann sieht der Outfit schon scheiße aus. So viele haben mich gefragt, woher diese Hosen mit diesen Streifen, ne? So ein Velour-Stoff so mäßig. Die ist von Dave. So, es gibt auch eine Brand, die heißt irgendwas mit Paris. Bei Jeanshosen, ja, so Baggy-Hosen, so breitere Hosen einfach. Ja, Baggy-Jeans. Brauchen wir nichts sagen. Gerade bei Jungs, finde ich, sind Hosen wichtig. Also ich finde, ja, bei Jungs sind Hosen sogar wichtiger als bei Frauen. Da habe ich sogar letztens noch mit einem Freund drüber gesprochen. Und der hat auch gesagt, dass er so findet, dass Hosen vor allen Dingen so voll underrated sind. Also dass voll viele sich so den Gucci-Hoodie und so holen, aber sich dann die Zara-Hose gönnen. Also Leute, also die Hose, nach der Hose braucht ihr gar nicht zu gucken, weil die werdet ihr nicht finden. Sorry. Ich zeige euch sogar die Brand, die Wieso. Ah, fuck, das, egal, kannst du ja nochmal hinschreiben, so. Auf jeden Fall Wieso, sehr, 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 sehr wilde Brand, war früher richtig hart im Trend. Krass. Warum wird man diese Hose nicht finden? Ich habe die selber nicht gefunden. Aber, was auch bei euch genauso wichtig ist, finde ich, wie bei uns Frauen, bei den Baggy Jeans, die müssen unten so voll perfekt fitten, so, weißt du, was ich ja, meine? Ja, die fit geil, was den Jungs so mitgeben kann, bei Jeans so. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die croppt oder nicht oder so bla bla, dann nehmt einfach ein, zwei Größen größer und ballert einen Gürtel. Gürtel, rein. Ja. So. Gürtel auch extrem wichtig. Also, was für ein Gürtel es jetzt ist, ist jetzt irgendwie scheißegal, finde ich, oder? Ja. Aber gibt es irgendwie Wert auf die Gürtelschnalle, damit das cool aussieht, wenn du die Hose aufmachst? Jetzt reden wir mal so über so T-Shirt-Hosen-Kombinationen. Also, manche machen das, es sieht. Okay, ah, nein. T-Shirt in die Hose rein. Sieht gar nicht. Also, eigentlich, nee. Weil es machen leider so viele. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen so. Nicht so schlimm dann, aber es sieht wirklich scheiße aus. Bitte lasst es einfach. Es gibt auch diese, boah, das habe ich schon so oft in der letzten Zeit gesehen. Die tragen diese kurzen Jogginghosen oder so. Dann haben die Nike-Socken bis hierhin hochgezogen. Dann das T-Shirt einfach in diese Jogginghose so reingesteckt und aber noch so ein bisschen so das darüber hin. Sieht einfach so komisch aus. Nein. Wenn ihr geile Gürtel haben wollt, guckt halt bei eBay. Guckt im Vintage-Shop, gibt's auch krasse Gürtel. Oder zum Beispiel in Köln, Jasmin-Schmuck. Da habe ich zum Beispiel den Gürtel her. Ja. Ah, genau. Was ich euch auch sagen kann. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Jeans kauft, ihr könnt auch eine stinknormale Baggy-Jeans kaufen. Und zum Beispiel bei Vintage und Racks, da gibt es auch so einen Kasten mit so Patches. Mhm. Dann kauft ihr einfach todes viele Patches und bügelt die auf die Hosen drauf. Das finde ich aber wirklich richtig cool. Das ist mir gerade eingefallen, als ich das mit diesen Rewe-Dingern gesagt habe. Ihr könnt auch bei Amazon oder so gucken. Da gibt es manchmal, ihr könnt so richtig coole Patches bestellen. Ja. Und diese Bügeldinger und die einfach so selber drauf bügeln. Und das ist krass so eigentlich. Krass. Okay, werden wir jetzt über Schuhe bei Jungs reden. Ich weiß noch nicht, ob ich das so sagen kann. Ich finde Jordan 1er zum Beispiel bei Mädchen schöner? Nein, nicht schöner, aber ich finde, wir Mädchen, bei euch Jungs wird es langsam kritisch mit Jordan 1ern, sage ich so. Also bei euch Mädchen genauso. Nein, Jeder hat übertrieben mit Jordan 1ern. Also für mich ist Jordan 1er schon gestorben. Nee, nicht gestorben, würde ich nicht sagen. Nicht jeder. Die alten Modelle nicht, die neuen aber. Die neuen sind viel mehr. Also alle neuen, die gerade rauskommen, die sind alle Schrott. Meiner Meinung nach safe. Dunks. Ja. Und Dunks werden als nächstes totgerockt. Denn Dunks müssen nicht unbedingt so super ordentlich aus. Leute, ich sag euch eins. Ich werd's jetzt callen. Jordan 5er mit das nächste große Ding. Voll viele hassen 5er, aber bei 4ern war es auch vor lange so, dass sie gesagt haben, ja, nee, 4er und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt trägt auf einmal jeder 4er, aber ich sag euch, 5er. Ah, 4er trägt noch, aber es kommt. Voll 5er. Voll viele haten irgendwie 5er, aber so 5er auch sehr, sehr wild. Caps
deine Meinung zu Casper, Jungs? Doch, finde ich gut. Sogar welche mitgenommen. Es gibt ja einmal die hier, diese ganz normalen Trucker-Caps, so. Diese Travis-mäßigen Caps. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. So, die sehen auch wie Born mit so ein bisschen. Trucker-Caps auf jeden Fall hart. Gucke, die sehen nicht ansatzweise so wild aus wie... Das sieht voll komisch aus. Einfach wie so ein Schirm. Die Travis-Caps sehen vorwärts gar nicht stark aus. Voll den großen Kopf. Oh, yeah. Ich finde Accessoires bei Jungs so wichtig. Schmuck, ne? Ich finde Schmuck bei Jungs so attraktiv. Ich finde Schmuck einfach generell wichtig. Ich finde, weil durch Schmuck kannst du so ein Outfit, ob das jetzt bei Jungs oder bei Mädchen ist, so gut aufwerten. Also, so, da habe ich schon in dem letzten Video drüber gesprochen. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt ein weißes Shirt tragen würdest und eine Baggy Jeans und dann aber so diese Ketten mit den, diese bunten und so. Weißt du, was ich meine? Du bringst direkt Farbe so in dein Outfit rein. Du bringst direkt irgendwie so. Weißt du, diese eine Kette von mir, die ich habe mit den. Diesen Würfeln dran und so, diese ganzen Sachen. Oder aber auch alleine, wenn du nur die und die trägst, hat das schon was. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, safe. Armbänder. Safe. Armbänder finde ich auch echt nice. Also, Armbänder finde ich zum Beispiel bei Männern auch wichtiger als Accessoire wie bei Frauen. Ja. Hier, die. Die finde ich auch sehr, 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 sehr wild. Ja, aber eigentlich haben wir alles durch. Eigentlich schon. Ah ja, Taschen. Voll vergessen. Ihr braucht jetzt keine Designer-Handtasche oder Shoulder-Bag. Shoulder-Bags sind eher so Handtaschen, sind jetzt eher für Frauen, aber so Shoulder-Bags, so normale. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem geilen Video. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt alle super anziehen. Ich sehe noch mal einen mit einer engen Jeans auf der Straße. Wir hoffen sehr, dass ihr... Also wir hoffen auf jeden Fall, ihr konntet hier ein paar gute Tipps euch abschnappen. Ja, easy. Sind wir jetzt entfernt? Ich glaube schon. Rechnung kommt später.